Was für ein Handelstag, meine Damen und Herren. Wir sehen geradezu brutale Bewegungen. Wir haben ein brutales Volumen der Triple Q. Das ist das maßgebliche ETF auf den Nasdaq 100 mit dem größten Umsatz seit der Pleite von Lehman. Also da ist richtig was los. Die Frage, die sich die Märkte stellen und die sie heute erstmal hoffnungsfroh irgendwie beantworten, ist, was kann uns vor dem Crash retten? Und es ist die Fed. Es sind die anderen Notenbanken, die retten sollen. Das ist sozusagen jetzt das Thema. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Ein wilder Handelstag, wie gesagt, das ist nicht ganz ohne. Und was die ganze Geschichte hier gedreht hat, das war Goldman Sachs im Prinzip. Die haben gesagt, unser Basisszenario geht davon aus, dass die Fed dreimal die Zinsen senken wird im ersten Halbjahr, also bis Juni. Nächste Sitzung ist ja erst Mitte März ungefähr. Das war natürlich schon mal Balsam auf die Seele der Aktienmärkte. Und dann sagt man auch, ja, trotzdem, wir erwarten keine übermäßige Rezession global gesehen. Und wir sehen short-lived global economic contraction. Wir sehen also eine kurzlebige Schrumpfung der Wirtschaft. Also alles gut, alles nicht so schlimm. Kürzlich hatte Goldman Sachs erst gesagt, es ist noch zu früh jetzt zu kaufen. Jetzt scheint man sich kurzfristig mal anders entschieden zu haben, damit man mit den vielleicht heute gekauften Positionen ins Plus kommt. Die Märkte natürlich überverkauft. Das sehen wir hier. Ein einziger Wert aus dem S&P 500, das ist Regeneron, ist im Plus. Das in dieser Woche, das hat man auch wirklich selten gesehen. Schauen wir uns mal diese Hoffnung an. Man denkt jetzt, okay, die werden uns unsere Verluste schon irgendwie versuchen zu vermeiden. Die werden den Crash vermeiden wollen, denn der Crash oder ein weiterer Crash, so kann man vielleicht sagen, das würde natürlich direkt in die Realwirtschaft reinwirken, würde Konsumenten weiter verunsichern, die würden kein Geld mehr ausgeben. Das ist dann so eine Spirale. Es gibt ja den Satz, dass sozusagen Rezessionen durch Crashes an den Aktienmärkten ausgelöst werden und nicht andersrum. Und da ist durchaus was dran. Also hofft man jetzt, dass Draghi, nicht Draghi, sage ich schon, da sehen wir noch den Alten, dass Lagarde und Paul irgendwie etwas verkünden, was dann als Beruhigungssignal wieder gelten kann. Die Frage stellt sich nur, die Mohammed El Arian stellt, naja, schön und gut. Natürlich haben die Notenbanken direkten Einfluss auf viele Sachen, die haben mögliche Funktionen, wie sie Marktversagen beheben können. By the way, wir haben heute eigentlich selbst in diesen massiven Bewegungen kein Marktversagen. Wir haben nicht, dass plötzlich die Preise in einer Form plötzlich schwanken. Sie schwanken sehr stark, aber es ist nicht so, dass man Orders nicht ausführen kann etc. Das, was wir teilweise beim Flash Crash schon gesehen hatten. Und er sagt aber, Economic sudden stops are different, also die wirtschaftlichen plötzlichen Kollapse sind anders. Die können finanzielle Dislocations beheben, die Notenbanken, aber sie können eben nicht dafür sorgen, dass wirklich die Wirtschaft von einem externen Schock bewahrt bleibt. Das ist wohl schlecht zu verhindern. Wir haben jetzt die Frage eben, können wir, nachdem wir teilweise im Nasdaq sogar wieder ins Plus gelaufen sind, können wir an einem Freitag jetzt Schlimmeres verhindern? Das passiert eher selten, aber es gab im Jahr 1987 und im Jahr 2001 gab es sozusagen mal solche Drehungen an einem Freitag. Sehen wir die heute wieder? Das ist die große Frage. Es ist viel passiert. In seinem Tief heute hat der Dow Jones den gesamten Jahresgewinn des letzten Jahres praktisch rausgepreist, 22%. Und wir sehen hier ein paar Aktien, die Dickfische, die teilweise aber immer noch in diesem Jahr im Plus sind, also seit Jahresbeginn. Wir sehen, dass Amazon 142 Milliarden verloren hat, Apple 219 Milliarden, Microsoft 221 Milliarden. Also da ist richtig was passiert. Gleichwohl sind wir noch weit entfernt von wirklich möglichen Bodenbildungen, weiß man nicht, das ist die große Frage, aber rein technisch gesehen hätte der S&P 500, den wir hier sehen, bis zum 38,2er Retracement, hier nach Elliott Wave Berechnung, ausgehend vom Anstieg seit der Finanzkrise, hätte er Platz so bis in den Bereich 2350 und das wären dann, naja, schon nochmal ein paar Pünktchen, 500, 600 Pünktchen und das wären also nochmal locker 20%. Das wird natürlich nicht ganz schnell passieren, wobei ja die Geschichte jetzt doch relativ schnell gegangen ist, wie wir wissen. Schauen wir uns noch ein paar andere Dinge an. Wir sehen den VIX heute mit Wahnsinnsbewegungen auf fast 50 gestiegen und wir sehen
dass der Spread zwischen dem VIX, der Berechnung des VIX, ist ein künstlicher Index, den man an sich nicht handeln kann, und den VIX-Future-Kontrakten so hoch war wie zuletzt in der Finanzkrise. Wir sehen, dass natürlich fast zwei Drittel der S&P 500 Unternehmen überverkauft sind mit einem RSI unter 30. 80% sind unter ihr unteres Bollinger Band gefallen. Na klar, da ist Überverkauftheit am Start. Das ist ja gar kein Thema. Die Frage ist nur, sind die Schieflagen so groß der Investoren, die ja all-in gewesen sind in diesen Märkten, sind die Schieflagen so groß, dass das Ganze sich dann mal eben bereinigt? Hier sehen wir den Dow Jones eben. Wir haben Bewertungen, die sogar teilweise höher sind als im Jahr 1929, direkt vor der Wirtschaftskrise, und im Jahr 2000, direkt vor Platzen der Dotcom-Bubble. Da ist natürlich schon ein gewisses Downside-Potenzial, wie es hier heißt. Wir haben den Dow Jones Transport, der nach Dow-Theorie ja schon klare Verkaufssignale gegeben hat. Die Anleihemärkte haben das, die Rohstoffmärkte haben das. Ich wiederhole mich da, aber es ist vielleicht erwähnenswert. Schauen wir uns die Dinge in die Charts mal an, meine Damen und Herren. Das ist jetzt ein Tageschart. Da sieht es heute oder sehen wir heute diese massive Kerze. Das sind extreme Bewegungen. Wir waren im Tief hier im Nasdaq 100 und die Charts, die sind von Capital.com, meine Damen und Herren. Da sind wir teilweise mal so 400, 500 Pünktchen unterwegs, Intraday, wupp, wupp, das sind wahnsinnige Bewegungen, die natürlich in einer Extremität passieren, die man selten wirklich beobachten kann. Wir sehen den S&P 500, der schon runter war in dem Bereich 2850, jetzt 2927, rasend schnelle Bewegungen, rauf, runter. Aber es war, wie gesagt, Goldman Sachs und daraus dann die resultierende Hoffnung, konzertierte Aktion der Zentralbanken, die hier Schlimmeres verhindert. Die Nachrichtenlage ist nicht richtig wirklich besser geworden. Wir sehen hier, dass 62 Fälle jetzt in den USA gemeldet sind, dritter Toter in Italien. Wir sehen, dass Hokkaido, die nördlichste Insel und dieser großen Inseln in Japan mit etwa 5,7 Millionen Einwohnern praktisch den Notstand ausgerufen hat, gesagt hat, den Leuten geht bitte nicht raus am Wochenende. Wir sehen, dass bei zwei Tieren inzwischen das Coronavirus nachgewiesen wurde. All das sind natürlich riesige Probleme, die da auf uns zukommen. Hauptsache, wir haben Larry Kudlow, der gesagt hat, naja, also das ist schon deutlich übertrieben, was an den Aktienmärkten passiert ist. Klar, weiß man erst hinterher immer, was übertrieben ist und was nicht, solange wir nicht wirklich genau wissen, was eben mit dem Virus passiert. Schauen wir uns, wie gesagt, hier die Charts nochmal an. Es geht sehr, sehr schnell, 2924 der S&P 500. Wir sehen den DAX jetzt an der 11.900er Marke. Wir waren aber heute schon deutlich unter 11.750, auch extreme Bewegungen, kann man sagen. Wir sehen Euro-Dollar 1,0997 hat die Gewinne, die heute zwischenzeitlich angefallen waren, nicht halten können. Wir sehen Gold, das heute schwer auf die Mütze kriegt, 1.576, hat sich so ein bisschen angedeutet, hatte ich heute Morgen schon gesagt, da bin ich nicht so positiv im kurzen Zeitfenster. Schlichtweg, weil einfach viele Player, die sich mit Gold gehedged hatten vor möglichen Folgen des Coronavirus, dann eben ihre Position abdrücken, um die Liquiditätsengpässe, die man auf der anderen Seite hat, eben durch Aktien, weil man da plötzlich Buchgewinne nicht mehr so richtig hat, die man vorher hatte. Das belastet heute das Gold. Wir sehen dann den Crude Oil Preis nach wie vor depressiv, $44 und 71. Wäre schön, wenn wir das mal bald auch an der Tankstelle merken würde. Also, das ist brutal, was da passiert. Ist es wirklich so, A, dass die Notenbanken konzertiert jetzt schon agieren? Erste große Frage vor dem Wochenende. Zweite große Frage ist, was können Notenbanken überhaupt tun? Klar, sie können Beruhigungssignale geben, aber sie sind im Grunde gegen einen biologischen Schock nicht gewappnet. Sie können da uns nicht wirklich weiterhelfen. Die Frage ist, ob die Märkte das realisieren, die Aktienmärkte das realisieren. Das wird jetzt die entscheidende Frage sein. Bin mal gespannt, wie heute der Handel endet an der Wall Street. Der DAX macht ohnehin das, was dann an der Wall Street passiert. Und ob wir am Wochenende welche Meldungen bekommen, neue Infizierte, Entspannung, man weiß es nicht, alles ist möglich und auch das Gegenteil davon. Und jetzt wünsche ich ein wunderbares Wochenende, trotz allem, meine Damen und Herren, und sag Servus und Ciao.